Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich mal so ein bisschen darauf eingehe, was aus meiner Sicht dazu führt, dass die Menschen sich dem Ganzen freiwillig unterziehen, was wir hier sehen. Das hat meiner Ansicht nach verschiedene Gründe. Zum einen fängt es damit an, dass wir ja medial seit einem Jahr immer wieder hören, Pandemie und gefährliches Virus und was weiß ich nicht alles. Wir kennen alle diese Berichterstattung. Viele Menschen reagieren da natürlich mit Angst drauf. Das muss man also so ganz ehrlich sagen. Und Angst ist etwas, was uns Menschen irrational handeln lässt. Dieses irrationale Handeln schaltet auch das logische Denken häufig aus. Und genau das ist einer der Punkte, die dazu führen, dass die Menschen sich impfen lassen. Dann haben wir einen zweiten Punkt, den finde ich persönlich sogar noch fast wichtiger, weil da auch wieder mit dem Punkt der Angst gespielt wird. Wir leben in einer Zeit, in der, da geht es jetzt vor allem um die Pflegekräfte und medizinisches Personal, das sich impfen lässt. Oft zweifle ich zwar ein bisschen an dem medizinischen Sachverstand dieser Menschen, auch diese müssten eigentlich wissen, wie lange eine Impfung, eine Impfstoffentwicklung oder eine Medikamentenentwicklung im Generellen eigentlich dauert. Wir haben aber auch hier den Punkt, dass viele mit ihrer Existenzangst zu tun bekommen. Wenn ich mich nicht impfen lasse, werde ich freigestellt, werde ich bezahlt, werde ich gekündigt? Das sind ganz viele Fragen, die sich diese Menschen stellen. Und jetzt haben wir es so, dass gerade im Pflegebereich auch zum Beispiel Teilzeitstellen nicht gerade selten sind, weil wir zum Beispiel Mütter haben, die dann halt vormittags arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind, oder auch Menschen haben, die aus anderen Gründen halt in Teilzeit arbeiten. Und dieses Teilzeitgehalt wird häufig mit einkalkuliert in den Lebensstandard. Sei es das Häuschen, was noch abbezahlt werden muss, die Wohnung, die noch abbezahlt werden muss, die Kfz-Kredite, die noch laufen, die anderen Verpflichtungen, die die Menschen so haben. Und wenn ein Gehalt wegfällt, sind das ganz schnell mal mehrere hundert, vielleicht sogar über 1000 Euro, die dann fehlen würden. Auch diese Angst bringt die Menschen dazu, zu sagen, ja gut, dann lasse ich mich halt impfen, auch wenn ich Risiken habe, aber mein Job ist sicher, meine Lebensgrundlage ist dadurch gesichert. Das ist auch ein Punkt, der damit reinspielt. Dann kommt hinzu, dass wir eine riesige Maschinerie haben von Politikern, von Medienvertretern, die allesamt immer sagen, ja, es ist sicher und so weiter. Wenn du dich impfen lässt, dann kannst du, vor allem, dann kommt ja auch, das gehe ich gleich nochmal drauf ein, dieser nächste Punkt, dann kriegst du Privilegien, was ja auch oft genug gesagt worden ist. Und diese Kombination bringt viele Menschen dazu, dass sie eben sagen, ich lasse mich impfen, auch wenn ich selber vielleicht nicht so der Freund von der ganzen Geschichte bin. Wir leben in einer Zeit, in der medial auch viel Druck ausgeübt wird, in dem medial sehr viele Schlagwörter verwendet werden. Eines davon ist dieses Corona-Leugner. Die wenigsten, die sich kritisch äußern, also ich kenne kaum einen und ich lese auch bei mir kaum in den Kommentaren, dass irgendjemand die Existenz von Viren oder dem Virus leugnet. Auch so immer die bei mir hier schreien von den Corona-Leugner. Ich habe nicht mit einem Wort gesagt, dass es diesen Virus nicht geben würde. Ich habe nicht mit einem Wort gesagt, dass dieser Virus nicht gefährlich sein kann, sondern es geht um die Kritik der Art und Weise, wie hier vorgegangen wird. Und die Maßnahmen werden kritisiert. Und das wird halt gerne mal durch die Medien verdreht. Genauso wie natürlich auch Medienberichte wie Querdenker in Weiß, hat man ja auch schon das Thema. Solche Medienberichte spielen natürlich auch darauf an, das medizinische Personal, das sich eben nicht impfen lassen möchte, seien es Pflegekräfte, seien es Arzt, das heißt ja nicht mal Arzthelferin, das sind ja medizinisch-technische Assistentinnen oder Assistenten, Ärzte und so weiter, die sich nicht impfen lassen wollen, die versucht man damit in ein schlechtes Licht zu rücken. Statt sich mal damit zu beschäftigen, warum gerade diese Personengruppe sagt, nö. Wir haben in den Medienberichten auch immer viel dieses künstliche Hochpeitschen, dass halt gesagt wird, ja, wenn wir das nicht machen, dann steigen die Infektionszahlen, dann haben wir Infektionszahlen, die dann so und so hoch steigen können. Im Grunde genommen basiert das alles auf Rechenmodellen, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind Rechenmodelle, die hier gemacht werden. Aber die Menschen sind seit Jahren daraufhin getrimmt worden, dass sie nicht selbst denken, dass sie nicht mehr hinterfragen. Das fängt in der Schule an. Der Lehrer sagt, das ist schon so richtig, was er sagt.
Also ich kann mich noch an sehr viele lebhaften Diskussionen mit meinen Lehrern und Lehrkräften erinnern, die auch teilweise dann im Nachgang für die Lehrer echt waren, dass das, was sie gesagt hatten, durch simple Recherche von ihrer Seite widerlegt werden konnte. Aber wie gesagt, da werden wir ja darauf hintrainiert, darauf werden wir ja eingestimmt, sage ich jetzt mal, dass wir halt eben nicht mehr drüber nachdenken oder nicht mehr nachdenken sollen, was wir im Endeffekt vorgelegt kriegen. Die meisten Menschen leben in einer Welt, in einer Blase, gefangen aus Arbeit, Verpflichtungen und dem, ja, ich lasse mich auf gut Deutsch gesagt vom Fernseher berieseln und trinke dabei mal 39 Cent, muck bloß nicht auf Bier, gut, mittlerweile kostet es auch 49. Und alles, was da draußen, was da drumherum ist, das bekommen viele Menschen gar nicht mehr mit. Und diese Menschen sind auch, werden auch immer schwierig sein, die zu erreichen, denen mal alternative Informationen zukommen zu lassen. Wir haben Medien, die zum Beispiel die Gegenseite mittlerweile vollkommen ausblenden. Ich habe keine Diskussionsrunden gesehen, wo zum Beispiel mal ein Drosten mit einem Bhakti zum Beispiel zusammengesessen hat. Bhakti hat praktische Erfahrungen. Ne? Wie sagt man muss sich ja nur mal seine Vita angucken. Genauso Van der Bause. Da habe ich nichts von in den Mainstream-Medien gehört, zu den Äußerungen, die er getätigt hat. Und genau solche Äußerungen gehören meiner Ansicht nach auch in die Mainstream-Medien, in die Massenmedien rein. Und durch dieses Ausblenden der Gegenseite, wie gesagt, es gibt viele, viele Beispiele. Wodak zum Beispiel ist auch so eins. Dazu muss man sagen, Wodak ist zum Beispiel ehemaliger Angehöriger des Bundestages, was manch einer vielleicht auch nicht weiß. Und genau die Vorgehensweisen, die wir heute haben, haben wir ja schon bei anderen vergangenen Ereignissen gehabt. Schlagwörter da sind zum Beispiel die Schweinegrippe, die Vogelgrippe. Da waren ganz viele Sachen, die ja entsprechend durch die Medien gepeitscht worden sind, die halt aber im Nachgang ja nicht mehr ganz so authentisch und klassifizierbar waren. Und auch da wurde ja im Nachgang nicht wirklich durch die Mainstream-Medien darüber berichtet, dass da der ein oder andere, ich sage es mal, dass die ein oder andere Fehlinterpretation dabei war. Und genau das ist das, was ich auf den Medien als Vorwurf mache. Sie sollten besser recherchieren, also sie sollten der Gegenseite eine Stimme geben und sollten diese auch zeigen. Und nicht um 2:15 Uhr auf Phoenix, mitten in der Woche, wo keiner mehr guckt, dann so Berichte bringen. Gut, mittlerweile gibt es Leute, die sie aufzeichnen, die sie dann auch bei YouTube veröffentlichen. Teilweise sind die Sachen auch über die Mediatheken abrufbar. Aber welcher ältere Herr oder welche ältere Dame sitzt zu Hause und guckt sich die Mediathek durch? Das werden die wenigsten sein. Und wie gesagt, diese ganze Suggestion, die wir haben, das Hochfahren der Tests, jetzt das Hochfahren der Schnelltests, das wird auch dazu führen, dass das immer weitergeht. Die machen sich da ihre eigene Spirale draus. Und alleine schon die Frechheit, jetzt Kinder zu testen, finde ich, ist ein Unding. Die Kinder sind symptomfrei, dann sind sie auch nicht krank. So, und wenn wir dann in die Listen gucken, dann sehen wir, dass wir bei den Kindern bei über 50.000 Meldungen gerade mal 600 Hospitalisierungen hatten, 1%. Und auch da ist die Frage, waren sie aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern oder sind sie in dieser Statistik gelistet, weil sie zum Beispiel einen Beinbruch hatten, einen Unfall oder auch durch Erkrankungen in ein Krankenhaus aufgenommen werden mussten, die jetzt nichts mit Covid-19 zu tun hatte. Also auch hier die Datenbasis, auf der erhoben wird, ist sehr fraglich, weil die Informationen uns nicht zur Verfügung gestellt werden, wie sich das zusammensetzt. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die Menschen werden emotional und auch wirtschaftlich in eine Drucksituation gebracht. Genau, emotional nämlich auch noch das, ja, ihr müsst euch ja impfen lassen, um eure Patienten zu schützen. Ja, ich sage jetzt mal so, meine Lieben, wenn wir früher Erkältungen hatten, dann haben wir uns so eine OP-Maske aufgesetzt bei den Patienten. Da hat kein Hahn nachgekräht. Wir sind teilweise mit Grippe arbeiten gegangen. OP-Maske, fertig. Bei uns haben sich kaum Patienten angesteckt. Also, ja, es sind ganz viele Sachen, die hier einfach zusammenspielen. Wo ich also auch sage,
es passt nicht zusammen mit dem, was hier suggeriert wird. Und auch die Vorgehensweisen passen einfach nicht mehr. Wie gesagt, ich würde mich freuen, was, über eure Meinung, wie ihr das seht, ob das zutreffend sein kann mit der Art und Weise, wie ihr mit den Medien mit uns umgehen, wie emotional und wirtschaftlich auch Druck ausgeübt wird. Das sind so für mich die Hauptpunkte, die dazu führen, dass sich viele Menschen unbedacht eigentlich impfen lassen. Natürlich kann man sagen, sie hätten es besser wissen müssen. Viele Menschen stoßen nicht auf diese Sachen und das ist auch das, warum ich sage, dass wir einfach in der Pflicht sind, dann mal so links unkommentiert einfach mal zu teilen, weil zum Beispiel bei, ihr habt alle WhatsApp-Start, ihr habt WhatsApp und was weiß ich nicht, ihr könnt Statusmeldungen machen. Vielleicht einfach mal so einen Status machen wie, boah, das, was der Wodak da gerade gesagt hat, ist aber interessant. So, und dann werden sich schon manche Leute bei euch melden, so, was hat denn der gesagt? Ja, und so müssen wir das machen. Wir müssen das umdrehen. Wir haben halt nicht das Massenmedium im Hintergrund, das uns ermöglicht, Millionen Menschen um 20:15 Uhr zu erreichen. Also müssen wir andere Wege gehen. Und wir müssen auch andere Wege gehen, um die Menschen zu erreichen, die eben nicht online leben. Und da sind, wie gesagt, zum Beispiel die Flyer, diese Aktion mit dem Corona-Ausschuss. Einfach mal dieser Hinweis, Leute, hier stimmt was nicht. Und Alternativen aufzeigen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, da einfach mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, mitzuhelfen, das mit zu unterstützen, dass wir einfach mal diese Informationen wirklich in die breitere Masse getragen kriegen. Es ist zum Beispiel auch interessant, dass wir viele Informationen eigentlich nur aus regionalen Medien bekommen. Hier ist auch wieder Internet Fluch und Segen zugleich, weil wir natürlich über die normalen Medien ja nicht darüber groß informiert werden. Die meisten Todesfälle, das seht ihr ja auch, wenn ich durchgucke, oder wenn ihr bei mir die Videos durchguckt zu den verschiedensten Meldungen, das sind eigentlich fast immer regionale Medien, die diese Berichte bringen. Oder städtische bzw. landkreisliche Medien. Ich denke mal, dass wir auf einem guten Weg sind, aber wir müssen uns ganz gewaltig bemühen, dass wir einfach diese Arbeit auch weitermachen. Und da ist es auch an jedem Einzelnen von uns, Informationen zu teilen, zu verbreiten und diese Informationen an die Menschen weiterzugeben, dass sie das einfach mal merken, oh, da ist eine Seite B. In dem Sinne, meine Lieben, werde ich jetzt dieses Video beenden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere da vielleicht auch noch einen Aspekt mit reinbringt, den ich jetzt gar nicht genannt habe. Und ja, dann schauen wir mal, was sich hieraus entwickelt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten. Euer Mike.